hier an dem Lenkstockschalter, dass der Schleifring, die Zusatzfedern, der Ölwechsel. Hallo Freunde, ganz kurz vorweg, heute kommt auf jeden Fall wieder ein Bastelvideo, aber ich wollte noch mal ganz kurz betonen, weil ich schon öfter die Frage bekommen habe, dass jetzt länger kein Video gekommen ist. Das liegt einfach daran, weil ich mich fett bemühe, den LT wieder zum Laufen zu kriegen. Guckt einfach das vorletzte Video, dann wisst ihr auf jeden Fall, was los ist. Der LT ist gut im Arsch, um es ganz ehrlich zu sagen. Und ja, es ist ein Motorschaden, das will ich schon mal vorwegnehmen. Aber dazu gibt es noch ein ganz, ganz ausführliches Video. Ich bin gerade dabei, den Motor wieder in Schuss zu kriegen, beziehungsweise wie das Ganze gelöst wird, das seht ihr dann im folgenden Video. Heute soll es mal um allgemeine Technik im LT gehen. Wir haben uns ein bisschen bemüht darum, dass ein paar Ersatzteile einfach mal ausgetauscht werden. Und ja, darum soll es heute gehen. Ganz kleine Anmerkung noch, wir haben neue Pullover in unserem Shop. Vielleicht wollt ihr da gerne mal vorbeigucken. Ich habe gesehen, einige feiern dieses Design auf jeden Fall wesentlich mehr als das alte. Und schaut einfach gerne mal vorbei. Fühlt euch nicht gezwungen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim ganz normalen Video. Ganz kleine Information nochmal am Rande. Es sind viele, viele alte Aufnahmen dabei. Es ist schon sehr, sehr lange her. Das hat sich alles ein bisschen rausgezögert wegen dem jetzigen Problem. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem viel Spaß und lasst gerne einen Kommentar da. Hallo Freunde, heute kommen wir zu einem Video, was oft in den Kommentaren angesprochen wurde, wo ich eigentlich gar nicht ein spezielles Video drüber machen wollte, aber werde ich jetzt doch machen, und zwar die Technik des LTs. Viele haben gefragt, was ist denn mit der Technik? Ist das alles in Ordnung? Passt das denn alles so? Weil wir natürlich innen schon alles fertig ausgebaut haben quasi und noch gar nicht geguckt haben, wie das gute Ding denn von der Technik aussieht. Also es ist so, dass der LT im März frisch TÜV bekommen hat. Es ist jetzt schon eine Weile her, aber seitdem ist er quasi gar nicht gefahren worden. Wir haben ihn Anfang Mai gekauft und haben ihn quasi gar nicht bewegt und haben uns erstmal komplett um den ganzen Innenausbau gekümmert. Wir haben ihn natürlich von Mecklenburg-Vorpommern bis hierher gefahren. Das waren ungefähr 2 Stunden, sage ich mal. Da ist er wirklich wunderbar gefahren. Zwischendurch sind wir ihn mal hin und her gefahren, mehr aber auch nicht. Und dann habe ich mich natürlich irgendwann mit der Zeit auch mal so ein bisschen um die Technik gekümmert, beziehungsweise habe einfach mal geschaut, wie sieht das Ganze denn von unten aus, wie sieht denn das überhaupt aus, wie sieht der Motor aus. Und dabei haben sich einige Sachen rausgestellt. Und damit ihr das jetzt auch alles mitbekommt, wollen wir einfach mal direkt hier vorne im Fahrerhaus anfangen. Warum hier im Fahrerhaus? Es ist so, dass die Hupe nur sporadisch funktioniert hat. Und da habe ich natürlich direkt geguckt. Dann habe ich gemerkt, dass die Blinkerrückstellung auch nicht funktioniert. Da soll es wohl so sein, dass es beim LT tatsächlich Modelle gibt, die keine Blinkerrückstellung hatten. Deswegen habe ich mich erstmal nicht gewundert. Aber als ich das Ganze auseinandergebaut habe, habe ich gesehen, dass der Lenkstockschalter defekt ist und dass der Schleifring im Lenkrad kaputt ist. Die beiden Sachen habe ich mir jetzt neu bestellt und da zeige ich euch mal, wie ich das Ganze einbaue. Dann kommen wir noch ein bisschen in die Motorrichtung. Ich werde beide Keilriemen neu machen. Dann werde ich einen Ölwechsel machen und das Allerwichtigste, der Zahnriemenwechsel wurde komplett in der Werkstatt gemacht. Das heißt, beide Zahnriemen wurden gemacht, die Wasserpumpe wurde ausgetauscht und das Kühlwasser wurde komplett einmal getauscht und der Förderbeginn wurde neu eingestellt. Das Ganze wollte ich mir einfach selber nicht zutrauen, weil wenn da was schief geht, wisst ihr ja selber, dann ist der Motor hin. So habe ich das Ganze jetzt perfekt auf Rechnung gemacht und alles Suche. So kann ich das auch nachweisen, falls ich den guten Fridolin mal wieder loswerden möchte, was momentan auf gar keinen Fall so aussieht. Zudem gehen wir auch noch unten ans Fahrwerk, aber jetzt quatschen wir mal nicht länger, sondern fangen erstmal hier vorne an. Was für ein Problem haben wir jetzt hier an dem Lenkstockschalter? Und zwar ist das der Blinker hier. Ganz normal, als wenn ich blinken würde. Und die Mechanik funktioniert so, wenn ich blinke, dann greift das Lenkrad quasi hier rein und schaltet den Blinker wieder aus. Diese Mechanik funktioniert über so ein kleines Plastikteil hier drin. Und da fehlt mir quasi die Federung im hinteren Teil, dass dieser Plastiknippel nach vorne geschoben wird. Ich versuche euch das gleich am heilen Teil einmal zu zeigen. Und warum habe ich jetzt nicht nur dieses Federteil ausgetauscht bzw. nachgebaut? Es ist nämlich so, dass der Schleifringkontakt, der gegenüberliegende Kontakt von dem Schleifring von der Hupe abgerissen ist bzw. abgebrochen ist. Der ist bei dem neuen Lenkstockschalter ebenfalls dabei. Dann kommen wir zum Problem der Hupe. Einmal natürlich durch den Lenkstockschalter, durch den Kontakt, kann man einfach gar nicht mehr hupen, beziehungsweise nur sehr sporadisch, weil das Teil abgebrochen ist. Und dazu kommt noch, dass der Schleifring am Lenkrad komplett demoliert ist. Also das heißt, hier habe ich noch Kontakt und sobald ich hier ankomme, habe ich keinen Kontakt mehr
und die Hupe funktioniert in dem Bereich nicht mehr. Das heißt, den tauschen wir auch komplett aus. Das zeige ich euch. Sind bzw. waren die Zusatzfedern. Hier hing das quasi nur noch so runter, das habe ich abgerissen. Wie der so TÜV bekommen hat, frage ich mich auch ein bisschen. Aber das Ganze ersetzen wir natürlich und auf der anderen Seite auch. So, wie habe ich das Ganze jetzt gelöst? Da hinten sitzen normalerweise die Zusatzfedern drin. Die sind so lang, dass man halt eben an die Schraube, die hier oben sitzt, nicht rankommt. Das heißt, entweder ihr nehmt euch einen Wagenheber, einen hydraulischen, setzt den zwischen das Federbein, also zwischen die Federblätter und dem Holm hier oben und pumpt das nach oben, sodass ihr mehr Platz bekommt. Oder ihr macht es wie ich. Ich habe von Oskar den Wagenheber genommen, den hier angesetzt. So kommt ihr hier in der Höhe auch etwas höher. Die Zusatzfeder auf der linken, also auf der Fahrerseite, war komplett zerfetzt. Also die konnte ich auseinandernehmen. Jetzt hier auf der Beifahrerseite seht ihr den Unterschied auch schon. Hier unten scheint der ordentlich eingequetscht zu worden zu sein. Gehe ich zumindest mal von aus, weil diese hier ist um einiges höher. Und auf der Fahrerseite passt sie auch wesentlich besser in den gewünschten Ort. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr es wieder abgelassen habt und eingebaut habt. Als nächstes kommt natürlich der Ölwechsel. Wir lassen jetzt kurz das Auto ein bisschen warm laufen, damit die Viskosität vom Öl ein bisschen weicher ist, und dann lassen wir das Öl ab, tauschen das Öl aus und den Ölfilter natürlich auch, aber das werdet ihr gleich auf jeden Fall im Folgenden sehen. Ich weiß nicht, wann der letzte Ölwechsel gemacht wurde. Ich mache es jetzt einfach sporadisch, damit es gemacht ist, und 7,5 Liter sollen, glaube ich, reinpassen. Wir gucken aber. So, Fridolin war ja für den Zahnriemenwechsel in der Werkstatt. Beide Zahnriemen wurden gemacht, Förderbeginn wurde eingestellt und die Wasserpumpe wurde ausgetauscht. Jetzt kann ich auch noch mal ganz kurz gucken, ob die Zahnriemen wirklich neu sind oder halt eben nicht. Aber ich gehe mal davon aus. Nachdem ihr das Öl wieder eingefüllt habt, Ölfilter wieder ein bisschen vorfüllen. Bei mir konnte ich ihn nicht ganz voll machen, weil sonst, ich musste ihn kippen, um ihn einzubauen. Dann hätte ich das ganze Öl wieder ausgekippt. Und dann den Rest von oben reinfüllen. Unten die Ölablassschraube natürlich nicht vergessen. Und dann schaut ihr mal im Internet, also bei meinem Motor steht jetzt 6,5 Liter mit Filter drin. Und das habe ich jetzt auch erstmal aufgefüllt. Das könnt ihr natürlich nochmal prüfen, Auto ein bisschen laufen lassen. Und dann den Ölstand einfach nochmal checken. Das werde ich natürlich auch noch machen. Danach könnt ihr wieder die Motorhaube draufsetzen. Ich komme an den Ölprüfstab auch noch so dran. Also oben ist eine Serviceklappe drin. Da komme ich wunderbar ran. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall nochmal prüfen. Und falls ihr wissen wollt, welches Öl ich benutzt habe, ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach mal gucken. Wurde mir empfohlen von Daniel, aka Günther macht blau, von Instagram. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Dem vertraue ich da eigentlich schon in der Sache. Der hat schon ein paar Mal Ölwechsel gemacht mit dem Öl. Und sein Bus läuft noch tadellos. Also ich denke, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es sind ein paar Teile ausgetauscht worden. Es werden in Zukunft ganz, ganz sicher noch ein bisschen mehr Teile ausgetauscht werden. Aber das machen wir alles in der Zukunft. Ich wollte euch heute auf jeden Fall einfach mal ein kleines Video wiederbringen und hatte halt eben noch ein bisschen Material über. Und viele haben sich eben, wie schon im Video angesprochen, für die Technik interessiert. Und momentan sieht es halt wirklich sehr, sehr gut aus. Bis auf der Motor leider. Aber das ist eine andere Geschichte, das werdet ihr auf jeden Fall im Laufenden auch noch mitbekommen, ist sehr, 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 sehr spannend. Ich hoffe, ihr bleibt dran, wenn ja, abonniert auch gerne den Kanal und gebt gerne dafür nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!